Turm. Ich bin am Ortschef von Schnapp. Die Balkontür sollte offen sein. Da kommen Sie rein. Balkon? Du hast die schicke Suite gebucht. Ich habe mir gedacht, die Nähe zum Ballsaal würden Sie zu schätzen wissen. Das tue ich doch. Glockenturm, ich bin im Orchard. Von einem guten Aussichtspunkt aus kannst du sicher den Ballsaal abhören. Pass aber auf, dass dich keiner sieht. Das ist wohl der Ballsaal. Ich stelle mich bestimmt nicht an. Heute auch. Sie wären ziemlich dumm, wenn nicht. Warum dauert das so lange? Bis sie uns reinlassen, ist die Party vorbei. Bist du immer so ungeduldig? Wer ist das? Das muss der Eingang sein. Warum sollte das... Shit! Jemand ist hier, ich kann es fühlen! Jemand ist hier! Es sollte eigentlich anders laufen. Keine Sorge. Heute Nacht beeindrucken wir die Stimme, ganz sicher. Glockenturm, das Sicherheitssystem sollte down sein. Gut gemacht. Denk dran, die Wachen sind getarnte Ratsmitglieder. Schalte sie aus, wenn du kannst. Hier ist jemand. Findet die Ratte! Da, ein Eingriff! Wie hast du... So komme ich rein. Glockenturm, ich bin gleich im Ballsaal. Schön. Sehen wir mal, was Gothams Elite für sich vorzubringen hat. Bereit zur Aufnahme. Los geht's. Haben Sie das Gästebuch gesehen? Natürlich. Ich muss gewisse Leute beeindrucken. Haben Sie die Namen da drin gesehen? Ja, Senatoren, Richter, CEOs, sogar der Bürgermeister. So ein Spektakel. Selbst im Tod will Wayne uns noch übertrumpfen. Lassen wir ihm den Spaß. Morgen wird das kein Problem mehr sein. Sie haben recht. Sein Tod ist ein Grund zum Feiern. Was glauben Sie, was wir tun? Einige Treffer. Diese Leute sind wirklich krass. Mehr haben Sie für den großen Bruce Wayne nicht zustande gebracht? Wie peinlich. Wenn ich abtrete, gibt's ein Spektakel. Feuerwerk, Tänzer, Eisskulpturen, alles.
Engstroms Assistent gehört? Er hat die Kündigung verdient. Wie Kirk. Die wollten sich nicht mehr fügen. Die Stimme vergisst nichts. Das sind ein paar Treffer. Noch nichts von der Stimme. Hatte ich Sie nicht angewiesen, heute formelle Kleidung zu tragen? Das hier ist formell. Waren Sie denn schon im östlichen Treppenhaus? Was abgeriegelt ist? Ich hörte, da spukt es. Habe ich auch gehört. Seltsame Geräusche, wie Schreie und Kratzen in den Wänden. Ugh. Kaum zu glauben, dass Bruce Wayne tot ist. Ich weiß, ich wollte dieses Jahr sein Date sein. Er kann mich nicht empfangen, aber ich bin der Bürgermeister. Ich fürchte, seine Planung lässt das nicht zu. Sagen Sie Colonel Kane, dass das inakzeptabel ist. Mein Amt verdient Respekt. Natürlich, Bürgermeister Sai. Ich gebe das weiter. Die Geschäfte laufen gut. Sehr gut sogar. Wer hätte gedacht, dass es den Rest von uns so anspornen würde? Verzeihen Sie, es ist an der Zeit. Ja, natürlich. Wir setzen unser Gespräch später fort. Gefunden. Wohltäter Gottes, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Mit allergrößtem Vergnügen präsentiere ich unseren heutigen Gastgeber. Gastgeber? Mit Eulenmaske? Das ist garantiert die Stimme des Rats. Vielen Dank für diesen Empfang. Doch heute geht es nicht um mich. Wir wollen hier einen großen Sohn Gottes würdigen. Bruce Wayne. Nun, Sie kannten den Playboy. Ich kannte seine Güte, seinen unermüdlichen Einsatz für Gothams Wohl. Er mag nun tot sein, doch Bruce' Leistungen für diese Stadt wirken noch über Jahrzehnte weiter. Auf dein Wohl, Bruce. Den letzten der geschätzten Familie Wayne. Du weißt nicht, wie sehr du uns geholfen hast. Und mögen die verbleibenden Familien Gothams deiner würdig sein und dein beispielloses Erbe antreten. Heilige Stimme des Rats, das ist ein Treffer. Bleib an ihm dran. Wir müssen ihn noch identifizieren. Sir, die Labore wollen mehr Dionysium, um den Produktionstermin einzuhalten. Ja, ich weiß. Sie kriegen es so. Sag ihnen, ich erwarte, dass sie die Quote einhalten. Keine Ausrede. Vielen Dank.
Was ist? Du weißt, dass ich bei der Arbeit nicht telefonieren kann. Was war das denn? Das riecht nach Ärger! Schauen wir nach! Nichts. Aber ich habe kein gutes Gefühl. Sieht alles gut aus. Was war das? Ist alles vorbereitet? Wie der Rat es wollte. Sehr gut. Wir sehen uns dann unten. Die Stimme ist in einen Aufzug. Ich kann ihn nicht verfolgen. Komisch. Irgendwie ist er zwischen den Stockwerken verschwunden. Robin, wir haben einen versteckten 13. Stock auf dem Bauplan entdeckt. Vielleicht ist die Stimme ja dort. Vielleicht führt diese Spuktreppe ja zur Glückszahl 13.
Glockenturm? Ich bin im 13. Stock. Hier ist eine Tür des Rats. Das muss es sein. Verstanden. Seien Sie vorsichtig. Stockwerk. Was verstecken Sie hier? Wenn ich die Stimme des Rats wäre, wo würde ich hingehen? Glockenturm, irgendeine Idee, wo ich suchen soll? Glockenturm? Natürlich, keine Verbindung. Das wäre zu leicht. Es heißt, eine Eule kann ihren Kopf ganz herumdrehen, um zu sehen, was hinter ihr ist. Der Rat, der sich anschleichen muss, was im Grauen vor sich geht. Das ist die wörtliche. Die alte Stimme des Rats auf Vinyl. Haben Sie wohl selbst gepresst? Wir wandeln stolz durch die Gänge der Macht. Unser wahrer Zweck verbirgt sich in den Wänden uns. Ratsmitglieder flüstern einander in die Ohren, wie Cyrano auf einem Treffen mit dem Schicksal. Na, das ist interessant. Was war das? Ich seh mir das an. Das Meeting ist anscheinend vorbei. Was Sie sich wohl angesehen haben. Aber sie kann bestimmt nicht unterschätzt werden. Denn sie ist eine Jägerin. Genau wie wir. Dr. Langstrom war kompromittiert, hat für Kakerlaken gearbeitet. Also haben wir ihn ausgeschaltet. Unsere Freunde... Der Rat hat Langstrom also getötet, weil er für andere gearbeitet hat. Falls diese Aufnahme nicht für eine Verurteilung reicht, was dann? Wir haben noch einiges aufzuräumen. Vernichtet alles. Löscht jede Spur von Langstrom aus. Die Botschaft muss klar sein. Man kann nur Mitglied des Rats sein, wenn man dem Rat der Eulen treu ergeben ist. So viele Namen. Hochkarätige Morde, vermisste Personen. Langstrom ist hier drauf. Ist das eine Liste der Ziele des Rats? Wer würde es wagen, uns so anzugreifen? Eine Architekturgeschichte Gothams. Hatte der Rat bei all diesen Gebäuden seine Hand im Spiel? Die Kathedrale.
Das Gerichtsgebäude. Definitiv die richtige Spur. Mit Hilfe dieser Gebäude kontrollierte der Rat die verschiedenen Machtstrukturen in Gotham. Kein Wunder, dass er so mächtig ist. Natürlich. Du musst es erkennen, du willst reden. Gut. Du hast es also allein hier geschafft. Du willst Gotham zerstören. Das werde ich nicht zulassen. Gotham zerstören? Wir wollen es retten. Seinen Ruhm bewahren. Jetzt sehe ich, welches Potenzial du hast, es uns gleich zu tun. Du tust ja so, als wärst du kein Schurke, der sich hinter einer Maske versteckt. Niemand hält hier eine Maske außer dir. Tim. Jacob Kane? Wieso wusstest du es? Ich weiß es. Ich wusste auch, dass mein Neffe Bruce da draußen im Kampfpyjama für Frieden sorgt. Keine Sorge, ich hab's nicht verraten. Aus Loyalität zu Martha. Wir leben alle Doppelleben, um die Stadt vom Chaos zu schützen. Der Rat geht dabei nur diskreter vor. Die Bürger von Gotham sind keine Marionetten. Wenn sie merken, dass du die Fäden ziehst, sind sie sicher sauer. Ja, Batman würde an deiner Stelle wohl dasselbe sagen. Warum habe ich Bruce nie vom Rat erzählt? Unsere Ziele sind gleich. Unsere Feinde auch. Es ist Irrsinn, dass du uns nicht dienst. Außer, dass Robin keine Leute ermordet. Unterschiedliche Taktiken, das ist wahr. Für Beschützer Gothams seid ihr ganz schön mörderisch unterwegs. Kirk Langstrom, sein Assistent... Wer uns betrügt, wird dafür leiden. Langstrom hat den Rat betrogen. Bruce nutzte sein Vermögen für die Stadt. Du denkst nur an dich. Er hätte das nie toleriert. Verwende meinen Neffen nicht gegen mich. Ich trauere um Bruce. Ich will antworten auf seinen Tod, wie du. Ich bin nicht wie du, Jacob. Ich
Ich habe verstanden. Ich habe Bruce beschützt, dich schütze ich nicht. Wenn du nicht willst, dann wirst du wohl wie Lenz. Ich habe jetzt größere Probleme. Geh mir aus dem Weg. Das hier wird dir nicht gefallen. Oh nein. Ich sollte zurück in den Ballsaal. Jetzt, Robin. Robin, komm, wir haben neue Partygäste. Es scheint die Liga zu sein. Verstanden. Sanitäter wurden gerufen. Die Liga tötet einfach alle. Das ist furchtbar. Jetzt wird gekämpft. PD betritt in Kürze das Hotel. Sie sollten es verlassen. Montoya, hier ist Robin. Du hast gehört, was im Hotel passiert ist. Ich war drin und habe alles gesehen. Ja? Willst du mir dann vielleicht sagen, wer die Assassinen waren? Die Liga der
Die Ermordung einiger unserer besten Polizeikräfte im Orchard Hotel ist selbst für Gotham ein neuer Tiefpunkt. Es ist Zeit, dass die echten Helden, das GCPD, wieder eingreifen und für Recht und Ordnung in unserer Stadt sorgen. Wir erobern sie zurück! Krass. Überraschenderweise stimmt keine unserer Stimmenaufnahmen mit Commissioner Kane überein. Hey! Sie ist vielleicht kein Mitglied des Rats, aber sie könnte ihre Verbündete sein. Sie ist Jacobs Frau. Catherine ist mit dem Geheimnis ihres Mannes wahrscheinlich nicht vertraut. Ich kenne Jacob gut und hatte nie den leisesten Verdacht. Colonel Arschloch hat alle getäuscht. Sogar Bruce. Die anderen Mitglieder waren auch beim Ball. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. Alle beim Hotel von der Liga getötet. Colonel Kane ist das einzige Mitglied, das sicher überlebt hat. Und vermutlich auch Lady Cobblepot. Sie wird derzeit noch vermisst. Und der Rat hat garantiert mehr Mitglieder als Jacob Kane und Constance Cobblepot. Diese Stimme hatte wohl offenbar doch recht. Niemand wird glauben, dass irgend so ein Kinderreim Gotham so lange regiert hat. Aber die Leute werden glauben, dass Jacob Kane den Mord an Langstrom angeordnet hat. Das können wir zweifelsohne beweisen. Geben wir das Detective Montoya. Das sollte eigentlich für eine Anklage reichen. Ich füge eine Liste aller uns bekannten Mitglieder hinzu. Einschließlich der Toten. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Jacob wird unseren nächsten Schritt bereits erwarten. Und wer redet mit Talia? Der Rat und die Liga werden sich gegenseitig zerfleischen. Wir sollten bereit sein, wenn wir zwischen sie geraten. An der Tafel stehen neue Informationen. Catherine Kane tut der Stadt keinen